Willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart Wii. CTGPR. Ich krieg's immer noch nicht gleich fließend hin, wenn ich die Abkürzungen verwende. Schon so viele Parts aufgenommen, allerdings nö. Abkürzung nö. Okay, weiter geht es hier im 150er Hubraum. Mit wem fahren wir denn heute mal? Wollen wir mal die weibliche Gesellschaft hier mal eröffnen, so gesehen? Und fahren wir mal. Ah, klein, leichte Charaktere sind wir in den letzten Parts gefahren. Fahren wir mal Daisy. Ich bin zwar kein Freund von Daisy, aber ja, nehmen wir sie mal. Und nehmen wir mal den Pistensturm. Den sind wir, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Weiter geht es im nächsten Cup. Mal sehen, was das für ein Cup ist. Der Honigpilz Cup. Ein Item, welches man aus Super Mario Galaxy kennt. Aber Moment mal. Super Mario Galaxy 2, glaube ich. War ja in Super Mario Galaxy 1 auch schon mit dabei? Ich glaube ja. Wir fangen an mit Sky Garden vom Game Boy Advance. Die Strecke kommt mir bekannt vor. Und Luigi, ja! Die Strecke kommt mir bekannt vor. Wurde die schon mal geremaked? Bei Super Mario Circuit habe ich ja noch nie gezockt. Daher kann ich es davon nicht kennen. Und es ist scharf drauf und sehr schön, aber nicht so sehr scharf wie der Kameknaller mit Koopa. Aber es ist trotzdem scharf drauf und das da bin ich froh drum. Mir kommt die Strecke bekannt vor, aber ich weiß nicht von wo. An sich, optisch jetzt nicht so ein Augenschmaus. Ah. Also das sieht schon fast, ich sage mit Absicht, fast nach... Oh, ich hätte beide einen treffen können da. Nach Game Boy Advance Grafik aus. Natürlich ist das natürlich grafisch ordentlich besser, aber dennoch... So krass sind die Texturen auch nicht. Gerade wenn ich mir den Boden so angucke. Im Hintergrund diese paar Pflanzen, die sehen da schön aus. Die passen da. Oh, ich. Es ist zwar scharf driften. Danke, Luigi. Aber ich komme mit den Kurven nicht. Klar. Ich muss mich da besser in die Kurve legen, damit ich da ein bisschen besser werde. Sonst, mir fehlen hier auf jeden Fall Gegner oder sowas. Die sieht sehr, sehr eintönig aus, diese Strecke. Das gewisse Etwas ist auch nicht mit dabei. Außer der Heißluftballon, ich denke mal, der war auf dem Game Boy Advance nicht. Oh, schön gemacht, Toad. Und sonst? Ha! Ist so mittelmäßig. Durchschnitt. Im Durchschnitt heißt so 3 bis 4. Und daher gebe ich der Strecke nur 3 minus. Ich bin jetzt davon nicht so begeistert, wenn ich so sein. Naja, vielleicht wird es im nächsten Rennen dann besser oder generell die anderen drei Strecken des Parts. Ist ja auch schon mal ein guter Anfang. Und nice to have. Nice to have, ganz einfach. Ah, hier kommt ja schon die Kurve. Die habe ich jetzt nicht beachtet. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Hier kann man auch einen Pilz abkürzen, wie man sieht. Leider habe ich keinen Pilz. Ich bin auch Erster. Na gut, immerhin bin ich Erster. Aber ich denke mal, es kommt bestimmt gleich noch irgendwas. Stachy oder so. Oder Blitz. Oder beides. Mal sehen. So ganz traue ich den Braten hier noch nicht. Oder ich fahre einfach ins Aus. Man ist im Aus auch so extrem langsam. Ist das normal? Könnte auch am Bike und an Daisy liegen. Warte, jetzt habe ich mir den ersten Platz wahrscheinlich verspielt. Oder doch noch nicht? Nee, noch nicht. Da muss ich jetzt hier mal alles geben. Toad ist ein bisschen weiter weg, okay. Boah, hier noch um die Kurven. Dann sind wir endlich fertig, wir sind im Ziel. Na toll. Aber Toad ist immer noch nicht vor mir. Geil. Und da hinten ist das Ziel. Ein Glück. Let's go, ab ins Ziel. Erster. Ja, im letzten Part haben wir sogar nur den Bronzepokal bekommen. Bisher die schlechteste Leistung des gesamten Let's Plays. Dann will ich heute wieder mal 60 Punkte sehen. Ob wir das schaffen? Mal sehen. Ich wäre auch schon mit einem Goldpokal zufrieden. Aber kommt auch so ein bisschen auf die Strecken drauf an. Wir fahren nämlich weiter im G
Glimmer Express Trains. What the fuck? What the fuck? Wir fahren Aufzügen? Und ganz ehrlich, das sieht ja megamäßig geil aus. Natürlich sind die Züge überdimensional groß. Ich fühle mich so, als wäre ich Mario Party DS momentan zocken. Weil da waren ja die Charaktere sehr, sehr klein. Aber allein die Idee, auf den Zug eine komplette Strecke zu machen, ist doch schon mal mega geil. Und ey, die sieht grafisch auch mega hübsch aus. Natürlich überdimensional, wie ich schon sagte. Wow, wie habe ich denn das jetzt überlebt? What the geil! Es ist schon einige Parts her, seitdem wir irgendwas richtig Geiles, Überraschendes hatten. Und dementsprechend glücklich bin ich jetzt darüber. Ja, jetzt sind wir auf den Schienen. Na toll. Und das sieht man halt auch auf dem Boden. Alter, ist das ein geiles Feeling. Zwei Runden gibt es, weil es ein bisschen eine größere Strecke ist. Ich bin mir jetzt schon über die Bewertung sicher. Die Kurven sind schön gemacht. Man kann relativ schlecht runterfallen. Was ich sehr, sehr gut finde. Hier gibt es mal eine größere Rampe mal zwischendurch. Wow. Das ist hier alles rein. Ja, wir sind gerade auch in so einem Passagierabteil mit einem Tisch dort. Nice. Ah, okay, da oben kann man nur mit einem Pilz hin. Dann muss ich mal ganz schnell hier durch. Hier ein bisschen Asche oder was das sein soll. Das könnte Asche sein. Vielleicht sind wir im Kohleraum. Das kann natürlich sein. Und wie der Hintergrund auch so dynamisch ist. Wow. Also Leute, wir haben zwar nicht die komplette Strecke gesehen, aber 1+. 1+. Das Wasser ist richtig schön. Auch unten sieht man noch so einige Pflanzen im Wasser. Hier mit Effekten, wo er schön gearbeitet. Sehr, 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 sehr viele Details. Guckt euch mal hier die Erde da links an. Hier einige Pflanzen. Man konnte ja schon in der Vorschau das von weiter weg sehen. So, zweite Runde. Jetzt will ich nochmal auf einiges achten. Bewertung steht fest. Ich denke mal, ich brauche dazu auch nichts weiter sagen, weil da ist klar, was wir da vergeben. Ich will nochmal kurz gucken, ob wir wirklich so einen Passagierabteil haben. So einen Passagierzug. Und ich will mal kurz hier... Ah, okay, man kann da runterfahren. Fein. Weil das sah vorhin so aus, als könnte man da drüber fahren. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Jetzt bin ich zwar Sechster, aber ist mir egal. Und hier sind wir am Ende des Zuges angelangt halt. Was man halt auch wunderbar an den Schienen sieht. Oder generell, dass da Schienen vorbei sind. Okay, hier sind wir... Nein, 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 aus. Ja, toll. Och, Mano. Das wird jetzt nichts mehr mit dem ersten Platz, denke ich. Obwohl, die Strecke ist noch sehr, sehr lang. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier ein paar grüne Passagen. Ey, man kann halt auch überall hinschauen. Ey, ich denke mal, bei euch ist das nochmal um einiges geiler, wenn ihr da nur zuschaut, weil ich muss mich halt nebenbei auch aufs Rennen konzentrieren. Die Musik passt natürlich auch wunderbar hierher. Oh nee. Och nee. Wolke macht mir jetzt nochmal einiges kaputt, oder? Ja, natürlich. Also es ist immer noch nicht, wir sind noch nicht am Ende, aber trotzdem. Ich möchte mal meinen ersten Platz hier mal sichern. Ich wollte 60 Punkte haben. Wenn wir jetzt hier schon einen schlechten Platz kriegen, dann sieht es auch mit dem Goldpokal nicht ganz so prickelnd aus. Mit Bananen kann ich hier relativ wenig anfangen. Aber ja, wie gesagt, ich habe schon alles zu der Strecke gesagt. Wunderschön. Und plötzlich bin ich Erster. Plötzlich ist Bowser Erster. Und plötzlich bin ich wieder Erster. Und plötzlich Bowser und plötzlich ich und ab ins Ziel. Yay! Richtig schöne Strecke, wieder ein Highlight. Und diese Idee? Bitte, Nintendo, übernimmt diese Idee. Im Zug zu fahren, ist doch mal sowas von richtig geil. Das ist so gut umgesetzt worden.
Es gibt zwar keine Gegner da. Vielleicht paar Riesengegner oder so wäre vielleicht auch eine geile Idee gewesen hier in diesem Zug. Aber das braucht's nicht, weil die Strecke auch so belebt ist. Ja gut, weiter geht es mit Sunset Raceway. Okay, was ist das da für ein Wasser? Das sieht so gelblich aus. Ach so, das ist mal wieder Sonnenwasser. Super Mario Bros. Okay. Irgendwas News bei Hacker Bros. Oder so. Ein paar Plakate an den Seiten. Ja, und das Wasser ist so gelblich wegen dem Himmel, weil der auch so gelblich-rötlich ist. Und ich fahre einfach mal zum Goomba. Ich wollte mal mit dem Goomba kuscheln. Okay, rechts kann man halt ein paar Schriftzüge lesen. Hier geht es dann hoch. Sehr weit oben, nach oben. Soll das eine Brücke darstellen? Anscheinend. Die ist ganz schön weit nach oben. Ich muss mir die gleich nochmal von der Seite angucken, weil wir fahren da gleich noch durch. Obwohl, na, nicht ganz. Doch, fahren wir. Ah, die ist überdimensional groß. Nicht gerade so schön, muss ich ehrlich sagen. Oder hier halt auch das. Das ist sehr, sehr unrealistisch. Als wollte man da einfach nur ein paar Physics oder so ausprobieren. Das lässt sich okay fahren. Also es ist nicht ganz so schlimm da. Halt dennoch. Irgendwie passt das dann nicht ins Bild. Dann wurde hier noch eine Höhle reingebaut. Ja, die Höhle, die. Ja gut, sieht optisch jetzt auch nicht so geil aus. Mir kommt es so vor, als wollte der Streckenersteller hier ein bisschen herumexperimentieren. So habe ich zumindest das Gefühl. Zum Beispiel hier, der erste Teil der Strecke bis hierhin, passt sogar noch. Aber ab der Brücke hier, die ist mir einfach zu steil. So ist keine Brücke. Das passt einfach nicht. Alter, auch das andere, das ist. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Das ist auch eine Röhre. Hat die Röhre irgendeinen Sinn? Na toll. Ich glaube, nein. Ja, gut, ist trotzdem ein nettes Detail. Auch das Haus da. Also, die Strecke ist nicht grottenschlecht. Das will ich mal festhalten. Gibt ein paar schöne Wege. Zwar, das hier lässt sich auch ganz gut fahren. Ist auch ganz schön. Allerdings halt. Ja, passt nicht so ganz ins Bild der Strecke, finde ich. Ich schwanke gerade auch zwischen zwei Zensuren. Hallo Stachi. Ich muss mir das nochmal in der dritten Runde nochmal genauer anschauen. Nochmal ein bisschen mehr auf Details achten. Weil zum Beispiel hier rechts, das da ist ja auch ein schönes Detail. Ich weiß nicht, was da abgebildet ist. Vielleicht wurde da Werbung gemacht für andere Entwicklungen des Streckenentwicklers. Und der Berg da hinten. Auch ein schönes Detail. Obwohl, ist das der Berg, wo man durchfährt? Weiß ich jetzt ja gar nicht. Ach, links gibt es auch noch eine Rampe zum Rüberfahren. Auch der zweite Stachy inzwischen schon. Hier ein paar Gegner. Ja, ich gebe der Strecke eine 2-. Ich schwankte eben zwischen 3+ und 2-. Allerdings bin ich der Meinung, wollen wir, dass wir eben mal die 2- geben. Ich denke mal, das passt. So. Hier noch diesen Rundkurs. Wir haben einen guten Vorsprung, bedeutet, erster Platz ist sicher, obwohl zwei Stachys und ein Blitz kamen. Aber, ja. Sind schön solide gefahren. Wir haben ja auch bisher den ersten Platz in jeder Strecke bekommen hier in diesem Cup. Bedeutet, die 60 Punkte sind in Sicht. Aber erstmal will ich wissen, was ist das für eine letzte Strecke in diesem Cup? An sich war ja der Cup sehr schön. So an sich. Ja, doch, doch. Aber gut, die erste Strecke, na. Jetzt geht's weiter mit Desert Castle Raceway. Okay. Die Einblendung ist schon mal nicht schön, aber gut, das bewerte ich an sich auch nicht. Habe ich da eben gerade richtig gesehen, dass da lauter Charaktere aufgestellt sind? Das muss ich nochmal später nachgucken. Okay. Interessanter Anfang, der auch nicht schlecht aussieht hier mit dem Wasserfall. Und auch die Wände und der Boden sieht sehr, sehr schön aus. Was ist jetzt hier? Ah, da geht man irgendwo raus. Ja, gut. So schlecht finde ich das jetzt nicht. Man ist auf einer richtigen Straße. Okay. Und man fährt auf die Autobahn. Okay. Das ist unerwartet. Das wurde auch in der Einblendung nicht gezeigt.
man auf einer richtigen Autobahn unterwegs ist. Und man fährt gleich wieder ab. Links blinken, denkt dran, rechtzeitig einordnen. Und dann geht's hier unten weiter. Oh doch, die Strecke sieht ganz gut aus. Hätte ich bei der Einblendung halt nicht gedacht. Nicht ganz ehrlich. Und dann geht's jetzt direkt in die Wüste mit einem Wüstenweg weiter. Wir sind ja generell insgesamt in der Wüste. Wüstenstrecken hatten wir ja auch schon, glaube ich, ein paar. Aber doch, die gefällt mir, die gefällt mir. Warum ist die Einblendung so doof? Da hat man gleich ein negatives Gefühl, obwohl die Strecke eigentlich ganz geil ist. Es gibt sogar zwei Runden, bedeutet sehr, sehr lang. Okay, was soll das jetzt hier? Was soll das jetzt hier? Na toll. Ja gut, die Pfeile zeigen das auch an, aber trotzdem ein bisschen doof. Ah, hier braucht man einen Pilz wohl. Na toll, jetzt sind wir in dem Moment auch hier klein, wenn wir hier drüber fahren. 10 Stunden später. Oh, ich bin mal drüber. Okay, aber was zum Abkürzen, ist doch auch nicht verkehrt. Dann sind wir hier in so einer Art Festung, okay. Ja, leider nicht so ganz 3D-mäßig, 2D-Texturen. Ist mir gleich aufgefallen, so gesehen, als ich da am Rand war. Und dann sind wir noch nicht vorbei, noch nicht am Ziel. Also, in der Ziellinie. Okay, und dann geht's hier rüber, war gut. Eine Passage, was soll denn das hier darstellen? Noch ein Blitz? Er hat noch gerade Herz sein. Sind das Wolken? Das sieht mir ein bisschen unlogisch aus. Das finde ich jetzt nicht ganz so schön. Also der letzte Teil, der gefällt mir nicht ganz so. Sonst der restliche Teil hier ist eine 1+. Und das Ende da, wäre eine 3-. Bedeutet... Ah gut, ist ja nur der letzte Teil halt. Machen wir mal eine 1- insgesamt. Wegen dem letzten Teil der Strecke. Leider nur eine 1-, sonst wäre es aber wahrscheinlich eine 1+ oder eine 1. Moment mal, jetzt fahren die in die andere Richtung? Nein, fahren sie nicht. Ich dachte zuerst. Aber sonst, der Rest passt halt einfach. Das gefällt mir sonst. Hier kann man so ein bisschen abkürzen, wenn man einen Pilz hat. Jetzt noch irgendwo eine andere Stelle. Ja, links kann man auch noch ein bisschen drüber fahren, aber was das bringt, weiß ich nicht ganz. Achso, okay. Kann ich den Pilz noch irgendwo verwenden? Da gab es doch da hinten die Stelle zum Abkürzen. Die will ich auch nutzen mit dem Pilz. Wenn wir jetzt schon einen Pilz haben, will ich das mal ausnutzen. Boah, ist das fies ein bisschen. Aber wir haben es wunderbar geschafft. Jetzt brauche ich ein Abwehr-Item mal bitte. Danke sehr. Wow. Ja, und die Strecke hier passt auch. Ab dieser komischen Wolkenpassage gefällt es mir dann nicht mehr so. Schade. Und das sind wirklich ein paar Charaktere. Geil. Und da links auch. Das sind nette Details. Wollen wir dann doch eine 1 geben? Geben wir dann doch eine 1. Ja, wir geben eine 1. Weil dieses eine Detail noch da angezeigt wurde. Oder generell vorhanden ist. Ja, wir haben das Ziel 60 Punkte erreicht. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr glücklich seid, dann bitte auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich hole jetzt nur noch den Goldpokal ab. Und dann sehen wir uns wieder. Bye-bye.